Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen rumlaufen. Und zwar, wir wollen mal schauen, ob wir ein paar Dungeons finden. Also nicht den großen, sondern die kleinen. Weil ich würde gerne ein Saumium-Ingot finden. Mit diesem Saumium-Ingot könnten wir nämlich dann schöne Sachen machen. Vor allem meinen Hammer verbessern. Und ich habe mal in meinen Waypoints unter oder Journey Map unter meine Waypoints habe ich mal die Maximum Distanz auf 120 eingestellt. Kann ich sogar noch weiter runter gehen? Ich schau mal, ob ich sogar auf 60. 60 ist sogar noch besser. Close. So, das heißt, man sieht jetzt nur alle Waypoints, die 60 Meter entfernt sind. Unten ist einer. Da hinten ist einer. Jetzt ist der da. So. Dann können wir mal ein bisschen rumlaufen. Wie gesagt, ich hab momentan so vor, in diese Ecke hier zu gehen. Ich sehe auf jeden Fall, hier ist es dunkel, hier ist es dunkel. Hier ist es dunkel. Und vielleicht finden wir da einen Saum im Ingot. Da darf ich nicht hin, das ist die Hungry Note. Ich werde dann voll vorbeilaufen. Danach ist alles weg. Dann wäre ich böse. Ja, super gemacht, Huhn. Wir haben ja mal einen vernünftigen Crossbow dabei. Ich hätte ja gerne den Miner gemacht, aber dann müsste ich Emeralds finden und die finde ich momentan nicht. Wird auch so ein Ding, das heißt, unser Miner muss auch mehr arbeiten im Nether. Bin beim Überlegen, ob ich da einen größeren hinbaue, also so einen 16-fachen, weil der könnte dann komplett durchlaufen. Müsste auf jeden Fall auch an einem Dungeon irgendwann weitermachen. Sozusagen den Level 2 mal angreifen. Aber jetzt einen besseren Crossbow. Das heißt, die Viecher da drin sind nicht mehr so extrem gefährlich. Ich dachte, man muss halt ein bisschen mit Kopf arbeiten. Aber es müsste jetzt schneller gehen. Das Schlimme sind eigentlich wirklich nur die Viecher, die einen vergiften. Was mich hier am, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt bin. Wo bin ich? Ich bin hier. Man sieht auch, dass ich da ein bisschen was schon erforscht habe. Und eigentlich alles andere noch nicht. So, wir sind ja gerade. Ich habe jetzt auch das Fighting Setup gerade an. Sicherer. Das ist eine Diamond Schraube. Das sind Tiny Steel Fluid Pipes. Okay, das ist nicht das teuerste. Zylinder Diesel Engine. Advanced Combustion Generator. Ja, also der wird auf jeden Fall demnächst kommen. Weil wenn wir da noch ein bisschen mehr rumlaufen, wäre das von Vorteil, wenn man sozusagen dann mit dem Kopf da einmal nach oben geht. Und ja, und dann von oben aus dann mit dem Fallschirm oder mit dem Fluggleiter in die ganz gewissen Richtungen dann abdüst. Was ich jetzt mache zum Beispiel, dass ich halt hier erstmal hochhüpfen muss. Mit dem Medikopter wäre das schon, oder nicht mit dem Medikopter, mit dem
Ob da wäre es halt viel einfacher. Das heißt, einmal nach oben und dann go. Da ist auf jeden Fall ein Dungeon. Da gehe ich hin. Ich das Zeug noch ein wenig hier ab. Das ist natürlich total lässig, wenn wir jetzt hier ein Zaumium Ingot finden würden. Kommt es? Ist es gerade so vorgekommen, als wäre ich gerade nach oben? Ja? Es ist witzig, man kann auch nach oben gleiten. Lead, Lead, Pick, Magnesium, Emeralds. Also die Emeralds brauche ich nicht. One Ring, Tin Ingot, Magnesium. Wunderbar. So, dann schmeißen wir mal das alles auf den Boden. Es hätte sein können, weil das ist ja Soundcraft, dass hier ein Soundmem-Ingot gewesen wäre. Mich fertig, ich mach euch fertig. Wir können auch nicht sleep at night. Okay. Das habe ich keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Oh fuck, 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 fuck. Ich bin jetzt ganz ehrlich. So. Ich bin erstmal im Boden. Muss natürlich jetzt, wo ich jetzt unterwegs bin, muss jetzt ein Blattmond kommen. Das ist ja wieder. Das ist ja wieder typisch, ne? Das wird einfach nur lustig, wenn der Blattmond rum ist. Ja, halt das Special jetzt hier. Geh hier rum. Und warte dumm. Kann ich mal ordentlich Sachen rausmachen. Ich kann nur aber meinen Zauberstab schon mal dahin packen. So, was habe ich jetzt bekommen? Ein Disabled Item Turret. Ich habe einen modernen Ring. Was kann ich denn mit dem machen? Daraus kann ich einen Vampirring machen. Mit Blood Arsenal. Okay. Und The One Ring.
Okay, sehr schön. Also, the ring whispers to you. Also, der Ring flüstert zu dir. Promising power. Ja, okay. Power ist Kraft. Aber was? Aber was soll es kosten? Langes Tragen ist nicht gut, vermute ich. Kann dein Spiel ruinieren, wenn du nicht verstehst, was er tut. Read. Lies die Quest. Hervorragend. The One Ring. Gewonnen. Kill your game. Vom Nazgul. Und wollen den Ring haben. Vielleicht. Ich traue den Leuten hier mittlerweile alles zu. So. Medikopter. Das heißt, wir bräuchten Tiny Steel Fluid Pipes. Also das ist ein Witz. Ein Copter Plate. Okay, das ist ein Shaft. Das ist ein Shaft mit dem Extruder. Das kostet halt ein bisschen Material. Das sind halt 4 Stahlblöcke. Da kann man dann Fuel reinfüllen und dann hochfliegen. So, was kostet, was würde mich eigentlich an Adventure Backpack kosten? Ein Adventures Backpack, den mich kosten Hardened Leather, ein Backpack Tank, ein Iron Chest, eine Aluminiumplatte, ein Sleeping Bag und ein Hardened Leather. Und wenn ich jetzt dann da draus die Batman-Variante machen will, genau den da. Ah, okay, dann bräuchte ich Night Vision Googles. Nochmal ein bisschen Laser. Schwarze Wolle. Okay, ich müsste mir sowieso bauen. Und die Night Vision Googles brauche ich. Ja, okay, das ist HV. Also dieser Rucksack ist am HV da. Also den will ich auf jeden Fall haben, weil dann wird es ein bisschen heller. Dann hat man halt Nachtsicht. So, was ich jetzt noch gucken wollte, ist, ja, wir müssen ja die Nacht übertrumpfen. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel scheißegal, welchen muss ich da nehmen. Ich brauche halt, gib mir mal nochmal ein Bett. Ein Brewing Stand. Ach so, nee, das sehe ich ja das Rezept nicht. Da sehe ich ja das Rezept nicht, weil ja, habe ich ja im Soundcraft Buch drin. Könnte jetzt mal langsam die Nacht hier rum werden. Das ist total schön. Und ich habe mich jetzt extra nicht nach Hause tippet. Ja. Aber wie gesagt, wenn man Blood Moon hat, dann hat man, ja. Den im Loch. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt den halben wegschlag. Die Kleinen können hier reinrennen. Aber ich könnte da eine kleine Falle aufbauen. So, das heißt, die Fackel kommt dahin. Da kommt eine hin. Das heißt, wenn ich jetzt das dann hier aufschlag. Dann mache ich jetzt mal den Stein hier hin. Habe ich jetzt hier, wenn jetzt dann da einer runterfällt. Sozusagen so eine Art Schlagebalken.
glaube ich, besser, wenn ich das hier mache. Ja, der kann ja nicht durch, es kann aber ein kleiner durch. Soll jetzt auch nicht mehr. Jetzt fällt er auch rein. Aber die wollen nicht. Komm. Wenn ich unvorsichtig war, sind sie auf einmal dann neben mir. Wird langsam hell. Das Rote verschwindet auch langsam. Total Muffensausen, da rauszugehen gerade. Also wieder Tag. Das lustige Gebrenne geht los. Einer sterben bitte. Ja, und der dritte. Dann traue ich mich raus. Jawohl. Alle weg. So, wir dürfen weiter. Scheiß Blattmond. Habe ich gebraucht. Aber ich muss nur momentan durch den Blattmond jetzt ein bisschen mit Armbrust rumlaufen. Mag ja schon nicht, ist Schneebiom so. Aber wie gesagt, kann ja sozusagen die Hunde dich auch noch angreifen. Habe ich gar nicht geguckt, ne, ob dieser schöne Greatwood sozusagen Dungeon war. Noch mehr danke, Bloodmoon. So. Dann hüpfen wir jetzt mal hier rum. So, waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Die sind mir jetzt momentan egal, weil ich brauche endlich auch mal diesen scheiß Bienenrucksack. Ne? Da könnte ich mich auch endlich mal ein bisschen mehr um die Bienen kümmern. Ja, versteckt euch. Ist euch zu warm draußen oder was? So, einmal über die Schlucht. Flug. Mehr Flug. Jetzt sind wir eigentlich? Jetzt sind wir hier? Also hier ist auf jeden Fall dunkel. Es ist eine dunkle Stelle. Hätte ich gesagt, ich gehe da wirklich hin. Dunkle Stellen ziehen mich jetzt an. Ich brauche ein Thaumium-Ingot, verdammt. Ach ja.
Moment, da kommt jemand zu Besuch. Der Unterschied, ich von. Ich hatte früher keine Waffe zu. Ich habe jetzt eine Waffe. Oh, jetzt bin ich schon wieder komplett voll. Das ist ja der Wahnsinn. Die Frage ist ja eigentlich auch, kriegt man auch ein Saumium-Ingot aus diesen kleinen Rucksäcken? Weiß ich gar nicht. Wo bist du denn? Ich glaube, du bist einfach nur ein großer Dark Oak Baum, oder? Oder bist du ein Great Wood? Great. Du bist ein Great Wood, aber ohne Spinnennetze. In Dressur nur Great Wood mit Spinnennetzen. So. Hoffen wir mal, dass hier hinten jetzt irgendwo ein Dungeon ist. Wo ich, ja, sich sehe. Ich bin jetzt mal total gemein. Eins. Okay. Auch weg. Auch weg. Okay. Der hat mir den Schaden zurückgeschossen. Alles klar. Ich habe jetzt auch gerade 56 Schaden bekommen. Das ist ja hervorragend. Wie viel Uhr haben wir denn? 12:09 Uhr. Was ist das? Ja. Was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, darum teleportiere ich jetzt auch. Ich halte viel für vernünftig. Aber das ist für mich der größte Schwachsinn ever. Du schießt auf einen Zombie, der dich nicht sieht. Von der Entfernung, aber weiß woher. Und dann killt er dich, weil, Baum. Weil er den Schaden an dich zurückwirft, aus 3 Kilometer Entfernung. Ist klar. Mache ich auch immer. Da bin ich jetzt. Knallhart böse. Nein. Also das ist, wie gesagt, ich halte viel für sinnvoll, aber das war es wieder mal das größte. Anbekommen. Woher auch immer. So, mein Kopf und mein Fleisch mitnehmen. Aber ich habe hier leider kein Ding bekommen. Kein. Ein Loot. Ein Loot tut nicht gut. Wie gesagt, Special Mobs sind mir mittlerweile egal. Nur zum Beispiel halt wirklich, wobei Special Mobs ist das glaube ich nicht. Das ist glaube ich der andere, der wo noch mit drin ist. Ja, wie gesagt, also da gibt es ja auch diese Spinne. Das ist glaube ich rote Spinne oder blaue Spinne. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn man auch auf die schießt, dann ist man auch danach tot, weil die auch einen den Schaden zurückwirft. Mhm. Hallo Dungeon. Vielleicht kriege ich hier ein Saumium-Ingot. Ich probier's mal.
Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann stirbt sich's einfacher. Ich hätte mal vielleicht eine Kiste mitnehmen sollen. Hab ich. So. Wir lassen erstmal alle schön brav zu. Dann brauche ich jetzt mal bitte meinen Sikowski. Ja, wir gehen hier entlang. Ich habe gerade total die Panik geschoben, dass da ein Loch ist und ich bin gerade reingelaufen. Lala. Die kleine Vater Morgan. Ja, ich wusste, dass ich alt bin. Weg. Vielleicht sterbe ich jetzt gleich wieder, weil ich vielleicht wieder den Schaden zurückgeworfen bekomme, weil es unvogue ist. Ich sehe dann schon Ruhe auf. Ich glaube, das habe ich zwar schon mal gezeigt. Und dann bringt er weg. Tschüss. Wenn es dunkel ist, genau, macht es nur, wenn es dunkel ist. Bringt sehr viel. Dann werden wir jetzt erstmal uns dann gleich zu Bette geben. Au. Warum mich geschossen? Legen uns erstmal hin. Ich habe meine Quest completed mit Kill Enough Zombies. Ja, ein Monster hierbei. Jetzt weiß ich selber, dass da Monster sind. Na, dann will ich ja schlafen. Hallo Note. Komm dafür, was? On. Noch ein Modifier. So, wir laufen mal ein wenig rum. Nicht so tödlich enden, Leute. Aber ich sterbe meistens durch Blödsinn. Nicht, weil ich mich so dusselig anstelle, sondern weil ich im Dungeon. Okay. Oh, andere, danke. Da ist die Leiter. So, was habe ich bekommen? Zinn. Orse, Green Saphir, Rough Iron, Magnesium und Wheat. So, dann kann ich auf jeden Fall auch die Kiste abbauen. Aber wie gesagt, ich habe schon wieder kein Sound mehr im Ingrid bekommen. Münzen habe ich noch bekommen. Toll, danke. So, Helm noch. Habe ich den Dungeon zwar leer gefegt, aber kein Zaun um ihn geht.
aus. So. Das Schlimme ist ja eigentlich. Ich mach mal B. Okay, ja. Also ich muss hier später nochmal her. Das lassen wir auch da, das lassen wir da. Test nehme ich sicherheitshalber mal mit. Kopf lassen wir da, dann lasse ich das auch da. Das Graffel lasse ich da, dich lasse ich nicht da. Wir gehen weiter. Jo. Netze? Nein. Ja, wieder zu schön, um wahr zu sein, ne? Weil ich habe meine Saumümmeln gibt es entweder in den Bäumen gefunden oder im Dorf. Habe ich gerade, dass da könnte jetzt auch so ein Buschbaum sein? Gehen wir mal rüber. Oh, Aluminium. Muss man mitnehmen. Wie gesagt, also ich halt, man kann viel über die Monster hier drin sagen. Die meisten sind mir egal. Also vor allem, dass die dir halt ein, dass der halt geblitzdings was, das ist halt auch einer, der mir auf den Keks geht, aber den kann man ja noch verstehen, ne? Dass da ein Zauberer halt da ist, wo der die Intelligenz her hat, dass der mich dass der den Zauberspruch noch weiß, weiß ich nicht, weil sonst, kommen wir wieder zur Intelligenz der Monster. Da drin eine Kuh? Hexe? Ich krieg grad von dir Angst. Hast du dem jetzt wirklich? Hast du dir denn eine Kuh gefangen? Aber leider muss drin bleiben. Bist ein Haustier. So, das heißt, wir schauen nochmal auf die Minimap. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Vielleicht finden wir da jetzt welche. Nee, ich markiere schon gar nicht mehr momentan die Ölquellen, weil ich weiß gar nicht, wann ich die alle abbauen soll. Das ist nochmal ein Great Wood. Ha, aber der hat Spinnennetze. Das ist super. Warte. Werfen müsste, glaube ich, reichen. So, wir gehen mal ein bisschen weg. Halt, B. Das ist ja vergessen. Ich glaube. Ich habe den Buchstaben wirklich vergessen. Öl, das ist ein X. Okay. Ein Satz mit X. Hey, Spider. Ja. Oh, wir gehen mal ein Stückchen weg, dass die Spinnen mich in Ruhe lassen. Schau mal den Loot an. So, was haben wir denn bekommen? Anti-Money-Ingot. Tin-Ingot. Red Garnet, 3 Chrom, 2 Bronze. Sehr schöner Nicht-Loot. Oh, weiter. Da hinten sind nochmal einer, zwei. So, einer bitte mit Spinnweben. Ich will doch nur ein einziges Zaum im Ingit, Leute. Kommt, eins. Moment. Achso, das war eine Fledermaus.
Ich habe schon gedacht, ich habe Partikel gesehen, die wohl jetzt geflogen sind. Ja, das war auch ein Partikel, wo geflogen ist, heißt Fledermaus. Nein, ich meine jetzt den anderen Scheiß da. Oh. Alter. Fuck, ey. Hab ich schon gesagt, ich hasse die. Kannst du mal jetzt aufhören? Danke. Erstmal was. Ich hab mir Gott sei Dank jetzt ein paar Beef Wellington gemacht. Muss natürlich, ich kriege natürlich die Spinnen raus, die wo man überhaupt nicht haben will. Die wo sie auch noch aufteilt. Danke fürs Gespräch. Und dann hätte ich nämlich wirklich herlaufen müssen. Mich hätte Dummheit. So. Wackeln. Ach, scheiße. Ja, das war's. Ich muss ja laufen. Ich bin nicht mehr weggekommen. Ach ja. Das heißt, ich brauche jetzt mein Schwert. Und ich brauche... Ah, der Scheiße ist, ich muss gleich wieder herlaufen, weil ich Nachtruhe brauche. Ich habe keinen Schlafsack mehr. Ich habe nur einen. Kann ich mir jetzt gleich nochmal einen Beef Wellington machen? Dass ich gleich mein Zeug... Ach komm, renn! Also egal, wenn ich mir gleich sowieso ein Beef Wellington reinfall. Ja, ich habe das Blubbern gesehen, aber zu spät erkannt, wo es herkam. Muss ich nur noch rausfinden, wo ich Intelligenzpfropfen da. Da habe ich meinen Bogen hin. Den brauchen wir auch noch. Und jetzt machen wir uns schnell einen Beef Wellington. Ich hoffe, dass ich noch alles da habe. So, das heißt, ich brauche jetzt nur ein bisschen Teig. Und dahin. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. So, dann geht's wieder ab nach vorne. Und ja, das Einzige, was ich jetzt mache, ich werde mich jetzt zu meiner Kiste tippen. Weil ich, ja, also ich kann da auch hinlaufen, das ist kein Problem. Also wie gesagt, könnte man mal wirklich reinschreiben, was er da ist. So viel ist oder nicht so viel ist, ich kann da auch hinlaufen. Das ist auch kein Problem. Aber dann seht ihr halt sozusagen noch jetzt 10 Minuten lang, wie ich da hinlaufe und ja, danach nichts mehr. Oder ich tippe mich dann gleich dahin, nachdem ich geschlafen habe und gegessen. Seht mich mal vor allem rennen. Einmal gestorben. So. Genau, ich habe mir jetzt sozusagen eine Underline... Lutsches, genau. So, der da. Dann kleide ich mich mal ordentlich. Und jetzt muss ich meine Chest finden. Die war... Genau, die war da hinten. Also wir sind jetzt immer noch ein bisschen weg. Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Ist es ich. Habe ich da drin irgendwo eine Fackel?
Außer auf den Kisten. Das ist gerade etwas doof. Ich muss ja um die Kiste, um das Ding auszuschalten, brauche ich ja Fackeln. Hätte ich mir vielleicht von daheim mitnehmen sollen. Nein. Zurücktippen und dann schnell Fackeln holen, das ist nicht. Ich habe nur den Weg verkürzt. Aber wie gesagt, schreibt mir mal wirklich rein. Ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Ich bin gerade. Häufig bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Zweimal in einer Folge. Das ist das dritte Mal mit euch zusammen. Ja, okay. Wobei der eine halt wirklich. Na, die hoch 5 ist. So, ich bin jetzt hier. Ich muss dahin. Ja, da rege ich mich noch ein bisschen länger drüber auf. Wie gesagt, ich kann mich anders aufregen, aber ich sehe schon auf jeden Fall schon mal den Baum. Ich glaube es kaum. Ich sehe den Baum. Wo bin ich gestorben? Fast neben dem Baum. Das heißt, die Spinnen spawnen wieder. Das ist nicht gut. Ey, kannst du mal stehen bleiben? Plötzlich? Ach, da sind wieder 1000 rausgekommen, oder was? Lass mich den Scheiß Abstein hier aufmachen. Okay. Uah. Ich hasse diese Viecher. Habe ich das schon mal gesagt? Machen wir mal schnell den da. Schon wieder eine Spinne. Ich sehe schon wieder eine Spinne. Nein. Nein. You withered away. Fuck you. Ach so, zum Beispiel so eine, ne? Rotes Kreuz. Wenn ich darauf geschossen hätte, wäre ich wieder gestorben. Bin ich jetzt aber auch gestorben, weil ich weggewittert bin. So. Wie gesagt, schreib's mal rein. Ist mir jetzt Bella. In 40 Minuten durch. So, das heißt jetzt, er hat jetzt diesmal sein ganzes Kraft eingezogen. So, den Helm kann ich schon mal wegschmeißen, die Schuhe kann ich wegschmeißen. Na klar!
Oh, haben wir es jetzt eigentlich? Bewege mich jetzt in Ultrazeitlupe. Oh, du bist weg. Du bist weg. Du bist dahin. Du bist dahin. Das war der da. Und ich sterbe wieder. Danke. Ich hab doch den scheiß Spawner ausgeschalten. Ich sag euch was, ich kotze das an. Ich sterb gleich wieder. Ah, genau, das ist auch noch eine Mutterspinne. Leck mich am Arsch. Toll. Ach ja. Das heißt, da kommen noch die Kleinen raus. Wie ich das jetzt lösen will, weiß ich nicht. Weil ich, ja, keine vernünftigen Waffen mehr zu Hause habe. Die sind jetzt alle in diesem scheiß Grabstein. Und die Käse, und der Käse despawnt auch nicht. Auch gerade mal, ob die anderen sich irgendwas haben. Oh toll, und die Kisten öffnen sich jetzt wieder nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Mit Verspätung. Aber es kam. Es war mir klar, dass ich jetzt mal einen guten, eine gute Armbrust habe. Endlich mal gute Sachen habe. Und jetzt sind sie so gut wie weg, weil ich da dran nicht mehr rankomme. Moment, ich glaube, ich habe doch noch, ich habe doch noch eine Pickaxe unten. Mache ich jetzt ganz einfach. Jetzt schalte ich mal Hirn ein. Genau, das ist Netherrack. Immer 4 Stacks mit. Und ich habe eine Bronze-Picke. So, dann heißt es jetzt für mich, wir teleportieren uns zu dem Death Point hier. Fackeln wäre noch, wär noch was gewesen. Ja, diese Scheißspinne ist halt sowas von klein, ne? Ja. Ich mach's jetzt anders. Steuerung B. Ich mach mir nochmal einen Waypoint hier. Underline, underline, Death Point. Ja. Und ab nach Hause in die Werkstatt. Weil das Problem ist, ihr habt's gesehen, das Zeug liegt draußen. Draußen rumliegen heißt, ja, es gibt irgendwann einen Despawn. Das ist gerade gar nicht gut. Also es liegen ein paar Sachen draußen. So, gib mir mal schnell bitte die, ja genau, und schmeiß mal da Dirt rein. Dann gib mir mal bitte hier. Also es ist total lustig. Ich habe den scheiß Spawner RPG oben habe ich nicht ausgeschalten. Glaube ich. So, 20 Sticks. Ein. Rein. Ich habe jetzt auch keine Schaufel.
Gib mir die Fackeln. Eine. Genau. So. Teleport. So, das heißt, ich muss mich jetzt zu meinem Death Point vorkämpfen. Dafür habe ich die Picke. Und es ist nur die Frage, wo meine ganzen Death Points sind. Das ist jetzt mal wieder typisch, oder? Ach nee, es ist dunkel. Nee, das tut mir leid gerade, Leute. Aber das nervt jetzt gerade wie Sau. Habe ich eine Schaufel oder sowas da? Nee. Also. Ah, okay. Halt, ich mach noch was. Habt ihr nicht alles gesehen? Genau. Und zwar dich. Death Point. Also ich steck mich wieder nach oben. Die Kate. Oh, den neuen Baum weg. Habe ich aber wirklich jede Seite, ne? Mann, Mann, Mann. Weh, spawnt jetzt wieder so ein scheiß Viech. Ey, wenn da jetzt nicht der ultimative Superloot drunter ist, ne, bin ich böse. Ich bin auch so böse. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Und tot. Ey, ich verstehe nicht, warum das überhaupt noch spawnen. Echt. Ich bin gerade leicht. Ihr merkt es gerade leicht angepisst. Was willst du dagegen machen? Was willst du machen? Habe ich wieder 7 Sekunden Poison. Das heißt, ich habe jetzt dann auch noch einen Malus drauf. Dann zieh dich an. Handschuh. Andere Hose. Lauf, Forest. Off. Echt. Wenigstens wieder mein Crossbow.
Wenn ich jetzt nicht schaue, dass ich das, alles wegkriege, ne? Bin schon mal gespannt, ob ich schon irgendwas verloren habe. Weil ich es kann. Mit alles rein. So, ich habe Hammer, ich habe Ding, ich habe meine. Alles klar. Ich höre doch schon wieder so eine Scheißspinne. Was? Richt mich nicht auf. So, ich habe eine Dolly, ne? Ich glaube, den Superloot kann ich mir irgendwo. Ihr wisst schon, ne? Malen. Hey, ich habe ein bisschen Stahl bekommen, ein Elektrum. Neodymium Dust. Ein Steel Chestplate. Also auch nichts Gescheites. So. Jetzt. Mal die ganze Käse da raus und den Käse da rein. Ja, so kriegt man auch Fleisch. Weil ich unbedingt diesen Baum haben wollte, ne? Unbedingt. Blöcke einsammeln. Geile ist, die Spinne ist da halt durchgerannt, ne? Als hätte ich da halt keinen Treibsand hin. Ja, aber jetzt hattet ihr auf jeden Fall mal eure Folge Spaß. Und ich meine Folge von FCKW. Komm her. Lass dich killen. Anker. Einen halben Baum angeschossen. So, ich habe doch hier meine Lampe. Kann ich dich damit fällen? Nö. Viel zu schön. Naja, wie gesagt, wo ich am meisten wirklich Probleme habe, sind mit diesen Schallspinnen. Und wie gesagt, natürlich auch noch, wenn du, ja. So. Ich sehe jetzt aber keinen. Da sehe ich nochmal ein. Guck da mal hin. Ich weiß, ich will wieder sterben. Auch Kiste dahin. Aber ich sehe keine Spinnennetze. Nee, dann bringt's das nicht. Ja, dann mache ich jetzt mal den kurzen Heimweg. Weil Folge schon wieder eine Stunde lang ist. Und man die Welt verfluchen könnte. Könnte auch der Titel eventuell von der Folge so sein. Ja, das heißt, wir werden bei der nächsten Folge dann in den Twilight hüppen und die Schatz suchen, dass wir damit anfangen können.
dass wir uns Saumium dann selber bauen. Weil es nicht will. Wie gesagt, am Anfang habe ich ganz schnell fünf Stück habe ich. Fünf. Aber leider sechs. Oder? Ja, genau. Zwei. Okay. Das heißt, wir haben beim nächsten Mal wieder Aussuch, aber hoffentlich nicht so oft sterben. Wobei, es bin ich. Wird wieder häufig sterben sein. Alter, so habe ich mich schon lange nicht mehr angestellt. So, das kann ich jetzt dann alles für mich aufräumen. Heute. Iron. Habe ich doch auch irgendwo. Genau, hier. Magnesium. Hier. Lead und Bronze. Das da. Gut. Dann sterben für Fortgeschrittene vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall rein, wie ihr das mit dem TP seht. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.